nicht um das hier. Nicht um welche Einführung. Warte mal, kann ich die überhaupt schon annehmen? Ich schaffe das. Ach so, ich kann. Ach toll. Ich muss jetzt einen Moment warten, bis ich weitermachen kann. Das hat ja aber Sven gesagt. Ja, da war irgendwas, genau. Also wir sollen auf jeden Fall ein Fahrzeug wieder beschaffen, das ist ganz klar. So, kann ich überhaupt schon mal einen Tresor irgendwas? Naja, also stell ich da noch nichts drin. Der Nachtclub hat nur das Geld gemacht, ne? Ja, das ist wie mit der Spielhalle, da wird dann täglich was reingepackt. Das wäre gut, wie gesagt, wenn man nebenbei ein bisschen Kohle scheffelt, dann ist man nicht so schnell wieder arm. Aber wie gesagt, vielleicht hat sich das erstmal für die Zukunft einfach ein bisschen aufgebaut hier, das Ganze. Und wir wollten diese Mission hier mit den Franklin Things wollten wir auch mal machen. Ja, machen wir jetzt. Genau, das ist der Plan, war ja auch die Idee dahinter. Deswegen habe ich mir jetzt auch gesagt, komm, jetzt holst du dir die Agentur, damit wir das machen können, weil sonntags ist bei uns immer Spielelistenzeit, da ist nicht viel mit Agenturen und so. Ja, weil mir auch sowas hier persönlich zu öde ist für so eine große Runde, wenn wir alle zusammen sind. Das kann man hier mal als extra machen, wenn man mal so mal nichts zu tun hat. Genau, deswegen sind wir jetzt quasi heute Abend, ich habe Urlaub, du hast noch Spätschicht gehabt jetzt die Woche und dann dachte ich mir, jetzt können wir zu zweit mal. Nächste Woche andersrum, da kannst du arbeiten, ich habe Urlaub. Ich habe Frühschicht. Was machst denn du da oben? Du rennst da oben rum? Ja, ich warte, bis ich da irgendwie mal weitermachen kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Wie weit habe ich da jetzt einen Anruf bekommen, eine Nachricht bekommen? Oder auch immer. Ich gucke nochmal rein, ob ich was habe. Ja, ich kann hier oben an das Geländer mich legen und sowas. Und ein bisschen hier oben da spazieren. Guck mal gerade. Ja, es geht weiter. Ach, hier sitzt er. So, ein Fahrzeug wollen wir zurückführen. Genau. Anything I can do for you, boss? I'll be here. Ja. Ja, ich weiß, ich habe Sven ja einen Gold gekostet. Das ist meine spezielle Spezialfigur. In der Agentur steht übrigens ein Auto sogar in der Garage. Steht sogar ein gepanzerter Chef da. Aber der hat noch nicht drin, den baue ich mir noch auf. Der hat noch keine Leistung, den habe ich gerade gekauft. Ja, stress mal nicht, Chef ist doch schon da. Ich weiß, dass wir da anders lang machen. Ich wollte nur mal gerade. Ich hab doch gar keinen Wegpunkt. Ich schon. Okay. So, begib dich noch zu. Nach Davis. War da was? Die NPCs fahren wie immer. Ja. War ein bisschen, glaube ich, Schlagloch oder so. Ja. So, was sollen wir denn machen hier? Betritt die Garage. Du packst so ein, dass du nicht ins Auto kommst. Ich muss ja auch raus und nicht rein. Das dann, was da rein ist, weil du rauskommen musst. Nee, rein muss ich nur woanders. Ja, aber bevor du raus kannst, musst du erstmal rein. Das ist das, was ich meine. So, die Frage ist, ist ein Pfister Ponte Cabrio? Ist das nicht der? Der ist hier, der links, ne? Habe ich die Tür? Nee, ne? Weiß ich doch nicht. So, ich halte mich mal ein bisschen zurück.
Ne, da hinten steht da der Rote. Das war halt natürlich clever, während ich hier rumlaufe, dass du... dass du ich hab überhaupt nicht geschossen. Hab ich noch gar nicht. Okay. Die haben auf dich geschossen. Ich hab gedacht, okay, mein erster Schuss kam irgendwo von der Seite und ich dachte, nee, das waren die. Ich hab auch nicht geschossen. Ich bin hinter dir einfach nur hergelaufen. Und auf einmal haben die Waffen gespawnt. Ja, gut, alles gut. Dann machen wir das dann nochmal. Passt ja. Ich hab das Auto schon gefunden. Das ist links der Rote. Der Pfister ist der Porsche-Verschnitt. Der Pfister. Ja, genau, der Pfister. Ich knister mit dem Pfister. Ich gehe mal lieber in Deckung hier. Keine Granaten, bitte. Was? Hinter dem Jeep steht noch einer. Links sind auch noch mehr. Ja, stimmt, da war was. Da ist einer. Jetzt nicht mehr, der eine ist tot. Und hinter dem schwarzen SUV steht noch einer. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Ich meine jetzt mit dir am Steuer. Warte mal. Sorry, Go. Ich habe die Gegner nicht gesehen zuerst. Ja, die sind auch jetzt gerade erst gespawnt. Genau. Das liebe ich ja bei GTA, wenn die Leute einfach aus dem Nichts einfach erscheinen. Ich dachte, ich habe jetzt die Zeit ohne Ende. So, gut. So, warte, irgendein Schalter, um die Lagerhaustür zu öffnen. Ja, der ist sehr wahrscheinlich. Warte mal. Ist der oben? Nein, ist der nicht oben. Das wäre jetzt eine ideale Mission für Watch Dogs. Ja. Hä? Wo hast du denn was? Wo bist denn du? Na hier. Beim Tor. Ach, da hinten. Nee, ja, alles gut. Ich fahr das Auto rüber. So, ich hab entriegelt. Tür brauchen wir nicht. Easy Access. Hm? Wie bei einer gewissen Person. Naja, mal gucken. Wir haben einen Gegner. Also zwei Fahrzeuge. Ja. Folge, aber die sollten uns nicht lange folgen. Nur noch mal zur Betonung, Kev fährt jetzt, nicht ich. Oh, es ist immer tagesformabhängig, wie ich fahre. Jetzt geht's gerade. Okay, es sind doch noch Gegner hinter uns. 3 Meter vom Ziel, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt... Ja, aber die sind weit weg. Ich habe keine Ahnung, ich sehe nur einen roten Punkt auf der Karte. Halt. Jetzt sind sie weg. Ja, die wären dann vorher schon weg gewesen. Also die, ich weiß nicht, was die für Autos haben. Wahrscheinlich irgendwelche SUVs, deswegen ist es kein Problem. Und das ohne Unfall zu bauen, bin ich durchgekommen. Gut, die Tür geht auf dich. Dann bleib ich halt das nächste Mal einfach sitzen, lass dich erschießen. Alles gut. Ich hab den Schalter woanders erwartet, nicht an der Tür. Aber wir haben es hingekriegt. Hey, very nice.
Der zockt irgendwas nebenbei. Oder? Alter, meine Empfang sieht aus. So, wieder ein bisschen Cola gemacht. Du, ja. 35.500. Ja, es ist schade, dass du die jetzt nicht kriegst. Ich habe jetzt noch eine Mission auf und dann könnten wir eine VIP-Mission kriegen. Aber ich glaube, ich weiß, ob du bei den VIP-Missionen das Geld bekommst. So, ich gucke jetzt mal. Es dauert jetzt wahrscheinlich einen Moment, bis ich da irgendwas kriege. Oh, ist ja gerade Gassi bestimmt, ne? Job nicht da, Franklin nicht da. Soll er machen, ja. Ich find's auch geil, dass mein Logo für unsere Crew hier im Tisch drin ist. Ich glaube, das habe ich mit eingebaut, ja. Beim Kauf. So, wir haben mal. Was ist denn das jetzt noch? Güterschutz? Nee. Halt. Warum ist es richtig? Fahrzeugführung haben wir jetzt gerade gemacht. Und jetzt nochmal einen Güterschutz hinterher. Wir haben mehrere Aufgaben. Mehrere Varianten. Machen wir jetzt mal einen Güterschutz. Ich glaube, da sind sowieso mehrere Missionen von denen. Aber wir müssen, glaube ich, die erstmal machen, einmal durchmachen. Sag mal. Was für unfreundliche Mitarbeiter hier. Nächstes Mal überlege ich mir genau, wen ich hier einstelle. So, gucken wir mal. Wenn wir jetzt, haben, also es dauert immer, wie gesagt, immer einen kleinen Moment. Ich weiß nicht, wie lange. Halt, ich wollte eigentlich nicht aufstehen, ich wollte mich eigentlich hinsetzen. So, Inventar. Eine gute halbe Stunde mache ich noch wieder und dann können wir morgen weitermachen. Ja. Ah, ich weiß nicht, wie wir so lange überhaupt noch brauchen. Ich weiß nicht, wie viele Missionen das sind. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt noch eine drauf und einen VIP-Auftrag. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur diese vier Missionen sind. Ja, ich glaube, du schaltest dann auch noch so Attentatsachen frei. Die musst du aber an solchen Münztelefonen in der Stadt irgendwo annehmen. Ah, kenne ich von GTA Vice City. Musst du mal aufpassen, wenn du irgendwo langfährst, klingelt es dann manchmal. So, habe ich jetzt zwei bekommen? Genau. Ach, ja, stimmt, du hast recht. Ich kann das Telefon nicht nutzen, wenn ich sitze. In meinem Schätzsitz sitze. Datenblick, Situation. Die haben wir doch alles gemacht, die ganzen Zeugs.